Kölner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner live. Ja, willkommen bei Kölner live und wir starten heute mit jenem Mann, der Ihnen heute bzw. in den nächsten Tagen ein bisschen Geld aufs Konto überweist, und zwar der Finanzminister Gernot Blümel ist mir jetzt zugeschaltet aus dem Finanzministerium. Grüß Gott, Herr Minister. Grüß Gott. Ist ja mal ein bisschen was anderes, dass der Finanzminister mal positiv auftreten darf und einmal sagt, dass er Geld überweist und nicht holt. Wie sieht das denn genau aus? Wie läuft das jetzt mit der Steuerreform und wie viel Geld bekommt denn da jetzt ein durchschnittlicher Österreicher in den nächsten Tagen? Ja, wir haben ja immer schon gesagt, wir wollen die Steuern- und Abgabenquote in Österreich senken, Richtung 40%. Und jetzt in der Corona-Krise haben wir gesagt, wollen wir die erste Stufe der Steuerentlastung sogar noch vorziehen und einen eigenen Corona-Bonus den Menschen in Österreich geben. Dieser Corona-Bonus setzt sich zusammen einerseits aus der Senkung der untersten Stufe der Lohn- und Einkommensteuer von 25% auf 20%. Das sind bis zu 300 Euro mehr im Jahr für alle, die arbeiten gehen und eben in diese Steuerstufe hineinfallen. Und darüber hinaus gibt es noch einen Kinderbonus von 360 Euro pro Kind. Und für alle, die zu wenig verdienen, um Steuer zu zahlen, gibt es einen eigenen Absetzbetrag, eine eigene Negativsteuer von 100 Euro und für Kurzzeitarbeitslose 450 Euro. Dieses gesamte Paket macht etwa 2,6 Milliarden Euro aus dieses Jahr. Und ich glaube, es ist wichtig und richtig, das zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Sie haben gerade den Kinderbonus angesprochen von 360 Euro pro Kind. Jetzt war es bisher so, den musste man beantragen bzw. da ein Formular ausfüllen. Diesmal bekommt man den, wenn ich richtig informiert bin, ja automatisch aufs Konto. Wann wird denn dieses Geld dann auch eintreffen? Bekommt man das heute schon, in den nächsten Tagen? Wie lange wird das dauern? Also völlig richtig, das braucht man nicht beantragen. Immer wenn man Kindergeld bekommt, wird dieser Bonus dieses Mal mit überwiesen. Das passiert automatisch, weil gerade die Eltern, die auch Kinder zu versorgen haben, besonders gefordert sind in dieser Corona-Krise. Wir haben das erlebt die letzten Monate im Frühjahr. Jetzt ist der Schulstart, das heißt zum jetzigen Zeitpunkt ist dieses Geld auch gut investiert. Das heißt, das wird jetzt mit dem Kindergeld mit überwiesen, und wann hat man das dann am Konto? Wann wird das überwiesen? Zum Zeitpunkt, wo das Kindergeld normalerweise überwiesen wird. Genau dann wird das mit überwiesen. Alles klar. Jetzt haben Sie schon gesagt, die ersten zwei Stufen werden vorgezogen der Steuerreform. Wie sieht es denn mit den weiteren Stufen aus? Wann kommen die? Nun, wir stehen zu all dem, was im Regierungsprogramm auch verankert und ausgemacht ist. Durch Corona verschieben sich vielleicht manche Maßnahmen ein wenig, manche etwas nach hinten, manche auch nach vorne. Wir haben ja diese erste Stufe der Steuerreform jetzt vorgezogen. Ursprünglich wäre geplant gewesen, dass diese erst im Jänner 2021 in Kraft tritt. Wir haben sie jetzt schon rückwirkend mit diesem Jahr in Kraft gesetzt, eben um den Corona-Bonus auch in der Form umsetzen zu können, weil es nicht nur darum geht, die Steuern- und Abgabenlast mittel- und langfristig zu senken, sondern auch jetzt in dieser konjunkturell schwierigen Zeit die Nachfrage anzukurbeln, um auch besser in die Konjunktur zu starten. Was bringt denn Ihrer Meinung nach diese Steuerreform, die jetzt eben heuer schon vorgezogen wurde, einer durchschnittlichen Familie? Wenn man jetzt zusammenziehen würde, eben Kindergeld, Steuerentlastung, was ist da so im Schnitt das, was einer Familie mehr bleibt im heurigen Jahr? Also wenn man in etwa 2.500 Euro brutto verdient und zwei Kinder hat, dann sind das etwas über 1.000 Euro, die einem mehr in diesem Jahr bleiben durch den Corona-Bonus. Das heißt 1.000 Euro zusätzlich wird eine Familie heuer bekommen. Vielleicht noch abschließend zu der Steuerreform auch die Frage, wie geht das dann nächstes Jahr weiter? Wird es dann noch mehr sein? Nun, wir haben die Einkommensteuersenkung so konzipiert, dass sie dauerhaft ist. Das heißt, das gilt nicht nur jetzt in der Corona-Phase, sondern das gilt langfristig, weil wir auch gesagt haben, wir wollen langfristig und dauerhaft den Menschen mehr im Geldbeutel lassen. Das heißt, auch nächstes Jahr und das Jahr danach gibt es diese 350 Euro mehr als davor durch diese Lohn- und Einkommensteuersenkung. Wie sieht es denn generell mit den Hilfspaketen aus? Wie viel wurde da jetzt schon ausbezahlt und wie viel steht fürs heurige Jahr noch zur Verfügung?
Insgesamt sind in etwa 24 Milliarden Euro rechtsverbindlich zugesagt. Das setzt sich zusammen aus ca. 6,5 Milliarden Euro an Steuerstundungen, ca. 6 Milliarden Euro an Garantien, die vergeben worden sind seitens des Staates, damit mehr Liquidität in den Unternehmen verbleiben kann. Da geht es um Kurzarbeit, die im Rahmen von etwa 10 Milliarden Euro zugesagt ist, wo etwa 5 Milliarden Euro schon ausbezahlt worden sind. Und so weiter. Bei den Steuerstundungen zum Beispiel, da rechnen wir damit, dass ein Großteil davon gar nicht mehr zurückgezahlt werden muss. Warum? Weil wir auch gesagt haben, wir machen einen Verlustrücktrag möglich. Das heißt, Unternehmen, die in diesem Jahr 2020 Verluste gemacht haben, und das ist Corona-bedingt bei vielen der Fall, die können die Verluste von heuer mit den Gewinnen der vergangenen Jahre gegenrechnen und dadurch auch ihre Steuerlast reduzieren. Also da, glaube ich, wird auch viel mehr in den Unternehmen verbleiben, ca. 3 bis 5 Milliarden Euro. Und all diese Maßnahmen zusammen sollen eben dazu beitragen, dass wir besser durch diese Krise kommen. Wie hoch wird denn der Steuereinfall für die Republik sein eigentlich im heurigen Jahr? Nun, insgesamt wird der Schlussstrich erst am Ende des Jahres gezogen werden können, aber die aktuellen WIFO-Daten sagen, dass das Wachstum in etwa in diesem Jahr um 6,8% einbricht und dass das Maastricht-Defizit, das gesamtstaatliche, um die 10% liegen wird. Und wahrscheinlich werden wir uns in diese Richtung hin bewegen. Es gibt jetzt noch die Budgetverhandlungen für das Jahr 2021, die ja jetzt schon gestartet sind, wo wir auch regelmäßig updaten die Daten für das Jahr 2020. Und wenn das alles ausverhandelt ist, dann haben wir auch einen besseren Überblick, um den Kassensturz wirklich machen zu können. Jetzt haben Sie ja selber auch Gespräche mit Banken geführt, dass die Kredite auch den Privaten gestundet werden. Jetzt läuft das, soviel ich weiß, mit September bei vielen Banken aus. Wird es da weitere Gespräche geben, dass die Banken das verlängern? Die Kurzarbeit wurde ja auch verlängert. Das heißt, es gibt viele Menschen, die jetzt auch in den nächsten 6 Monaten noch einen Verdienstentgang haben werden, die ihre Kreditraten vielleicht dementsprechend auch nicht bedienen können. Werden Sie da weitere Gespräche führen mit den Banken, beziehungsweise gibt es da vielleicht auch schon eine Rückmeldung, dass man das noch verlängern wird? Wir wollen uns alle Maßnahmen natürlich regelmäßig ansehen und überprüfen und verbessern, wo es notwendig ist. Das haben wir bei der Kurzarbeit regelmäßig gemacht, von 400 Millionen aufgestockt auf eben bis zu 10 Milliarden Euro. Wir haben diese Kurzarbeit Phase 3 jetzt verlängert. Wir haben beim Fixkostenzuschuss eine zweite Phase hinten angehängt für besonders betroffene Branchen. Und wir wollen auch ein eigenes Kreditmoratorium schaffen für die Hotelbetriebe, die besonders betroffen sind, das ist gerade in Ausarbeitung auch von der zuständigen Tourismusministerin Köstinger, damit diese Kredite eben auch nicht dazu führen, dass, wenn sie zurückgezahlt werden müssen, Firmen deswegen in Konkurs gehen. All diese Gespräche laufen. Wir haben im Juni ein großes Paket politisch akkordiert und verabschiedet und die Umsetzungen passieren jetzt Schritt für Schritt. Haben Sie nicht Sorge, dass, wenn dann eben diese Kredite zurückgezahlt werden müssen, wieder wenn die Steuerstundungen dann auch dementsprechend auslaufen und man die Steuern zurückzahlen müssen, dass uns dann eine Pleitewelle droht? Nun, momentan ist es so, dass wir weniger Konkurse und Insolvenzen haben als im Vergleichszeitraum zu den Vorjahren. Das liegt natürlich daran, dass wir Steuern gestundet haben, dass wir viele Hilfen ausbezahlt haben. Aber natürlich völlig richtig, wenn dann diese Maßnahmen enden, kann es sein, dass es zu einem gewissen Aufholeffekt kommen wird. Aber, wie schon gesagt, allein bei den Steuerstundungen, die bisher 6,5 Milliarden Euro ausmachen, rechnen wir damit, dass ein Großteil davon ja eigentlich gar nicht mehr zurückgezahlt werden muss aufgrund von Verlustrücktrag und Gewinnglättung. Und deswegen ist jetzt noch nicht absehbar, wie groß dieser Nachholeffekt dann wirklich werden wird. Jetzt sind das zig Milliarden, die da heuer für Hilfspakete ausgegeben werden. Wie hoch wird denn das Defizit Ihrer Meinung nach im heurigen Jahr ausfallen? Das WIFO schätzt ein Maastricht-Defizit gesamtstaatlich von in etwa 10%. Könnte sein, dass das in die richtige Richtung geht. Die endgültigen Zahlen werden wir am Ende der Budgetverhandlungen haben. Das wären dann in absoluten Zahlen was, diese 10%? 10% Maastricht, die Rechnung ist etwas kompliziert, aber wir werden die Zahlen auf den Tisch legen, wenn dann der Rechnungsabschluss auch da ist. Vielleicht noch abschließend auch dazu, wie fällt denn überhaupt Ihr Ausblick jetzt auch für den Herbst aus, der wirtschaftliche? Glauben Sie, dass die Konjunktur jetzt wieder anspringen wird oder befürchten Sie eher, dass wir da vielleicht noch einmal auch eine Delle nach unten erleben?
Nun, es liegt natürlich viel daran, ob wir es schaffen, gemeinsam eine zweite Welle zu verhindern. Der Sommer hat ja gezeigt, dass zu Beginn die Neuinfektionsrate sehr gering war und gegen Ende angestiegen ist. Ich hoffe, dass jetzt mit der Corona-Ampel auch die entsprechenden Übersichtlichkeiten da sind, damit jeder weiß, wie er reagiert, damit wir besser durch diesen Herbst kommen. Das ist ganz, ganz wesentlich, denn einen zweiten Lockdown, den wollen wir um jeden Preis verhindern, den wollen wir uns nicht leisten müssen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir alle diszipliniert sind, dann bestehen gute Aussichten, dass es immer besser wird. Und die Experten sagen ja auch, dass wir im nächsten Jahr vielleicht schon den Impfstoff haben und nutzen können. Und damit wäre dann diese Pandemie auch endgültig überwunden und auch die größten wirtschaftlichen Einbußen überwunden. Das heißt, nächstes Jahr, der Bundeskanzler hat ja gesagt, er rechnet damit, dass wir Mitte nächsten Jahres wieder normal leben können. Sie rechnen damit, dass die Wirtschaft nächstes Jahr auch wieder normal arbeiten kann? Auch da die jüngste WIFO-Prognose sagt, dass das nächste Jahr ein Wachstum von in etwa 4% möglich ist, aber das alles unter der Voraussetzung, dass sich das Virus jetzt nicht weiter ausbreitet und wir weiterhin diszipliniert damit umgehen. Wer soll denn das eigentlich alles zurückbezahlen, ist das, was sich viele Menschen fragen. Das Motto war ja, koste es, was es wolle, aber das sind natürlich zig Milliarden, die da jetzt ausgegeben werden. Heißt das, dass wir diese Steuerentlastung, die wir heuer bekommen, in ein paar Jahren dann wieder als Steuer obendrauf bekommen? Oder wie stellen Sie sich das vor? Also ich habe hier eine klare Linie, die teile ich auch mit dem Bundeskanzler. Wir haben es nach der letzten Finanzkrise auch geschafft, den Schuldenberg zu reduzieren, relativ zum BIP. Wir haben 2015 den Höchstschuldenstand gehabt von etwa 85% des BIP und haben Anfang diesen Jahres etwa auf 69% des BIP abgebaut. Das heißt, hier hat man gesehen, ohne dass wir neue Steuern einführen, sondern einfach dadurch, dass wir gute Standortpolitik machen und ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum dadurch erreichen können, dass die Wirtschaftskraft steigt und deswegen der Schuldenberg relativ sinkt. Diesen Weg, dieser schwebt mir auch für die Zukunft vor, dass wir den Schuldenberg, den wir jetzt aufbauen, auch durch eine gute Standortpolitik und dadurch durch mehr Steuernahmen und eine solide Wirtschaftspolitik sukzessive abbauen können. Das wird einige Jahre dauern, aber ich halte nichts davon, jetzt in Steuer- oder Umverteilungsdebatten auszubrechen. Das wäre aus meiner Sicht auch kontraproduktiv, weil jetzt brauchen wir gute Stimmung, Optimismus, gerade in der Wirtschaft, damit eben die Konjunktur wieder anspringt, die Arbeitsplätze geschaffen werden, die Leute wieder einkaufen gehen. Und da wäre jede Art von Umverteilungsdebatte oder Besteuerungsdebatte kontraproduktiv. Jetzt hat der Bundeskanzler Ihnen ja letzten Freitag in seiner Rede an die Nation auch einen konkreten Arbeitsauftrag gegeben. Er hat gesagt, Sie sollen gemeinsam mit der Wirtschaftsministerin die Standortmaßnahmen vorziehen. Was heißt das? Was genau soll da vorgezogen werden und auf wann wird das vorgezogen? Auf heuer noch oder aufs nächste Jahr? Wann wird da was umgesetzt? Na, da geht es genau um das, was ich gerade gesagt habe, dass wir mit einer guten Standortpolitik, einer guten Wirtschaftspolitik die Unternehmen in Österreich dazu befähigen wollen, dass sie gute Rahmenbedingungen vorfinden, um wirtschaften zu können, um Arbeitsplätze zu schaffen, um zu expandieren, damit es eben möglich ist, dass wir ein besseres Wachstum haben als vielleicht andere Länder und dadurch auch den Wohlstand schneller wieder vermehren. Um das zu erreichen, braucht es natürlich die entsprechenden politischen Maßnahmen. Einige davon haben wir bereits getroffen, wie zum Beispiel die degressive Abschreibung, die unbeschränkt jetzt möglich gemacht worden ist, also unbefristet, mit 30% des Buchwertes abschreibbar pro Jahr. Und weitere Maßnahmen sollen folgen. Dafür scannen wir gerade das Regierungsprogramm, also die Maßnahmen, auf die wir uns in der Koalition geeinigt haben, um dann zu analysieren, wann aus volkswirtschaftlicher Sicht die Umsetzung von welchem Projekt auch sinnvoll ist. Da sollen ja auch internationale Konzerne animiert werden, ihren Standort nach Österreich zu verlegen, indem man unter anderem auch attraktivere neue Gesellschafts- und Körperschaftsformen schafft, wie diese Austrian Limited. Gibt es da schon konkrete Gespräche? Es gibt verschiedenste Gespräche in den zuständigen Ressorts. Was wir bereits umgesetzt haben, ist wie gesagt die degressive Abschreibung. Wir arbeiten auch an Möglichkeiten, die Eigenkapitalquote zu erhöhen. Es gibt ja die Idee, dass man Eigenkapital steuerlich nicht schlechter stellt als Fremdkapital. Auch das würde dazu führen, dass ein Anreiz größer ist, hier in Österreich Eigenkapital in die Firma zu investieren. All das sind Maßnahmen, die eben dazu führen sollen, dass der Wirtschaftsstandort resilienter wird, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können. Das ist nicht nur gut für die Volkswirtschaft, das ist gut für alle Menschen
denn Arbeitsplätze brauchen wir in dem Land. Herr Finanzminister, ich würde auch gerne noch nach Wien kommen. Sie sind ja auch Spitzenkandidat der ÖVP in Wien. Da hat die Wiener Stadtregierung angekündigt, dass sie 100 Flüchtlingskinder aufnehmen will. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Ja, nicht viel. Einfach, weil ich sehe, dass hier diese linke Koalition, die sich gebildet hat aus SPÖ, Grünen und NEOS, hier nichts aus 2015 gelernt hat. Wir lösen das Problem nicht, indem wir Flüchtlinge umverteilen. Ganz im Gegenteil. Das Einzige, was wir dadurch bewirken, ist, dass sich weitere Schlepperboote auf den Weg machen, weil man dadurch zeigt, dass wenn man im Mittelmeer gerettet wird, dass das de facto das Ticket nach Europa ist. Und das wollen wir nicht. Wir sagen, wir müssen dieses Problem anders lösen, vor Ort und mit Verträgen mit den Ländern rund ums Mittelmeer, wo es eben darum geht, zu retten und zurückzustellen, aber eben nicht zu retten und nach Europa zu bringen. Das ist der falsche Weg. Mit uns wird es eine Wiederholung von 2015 sicher nicht geben. Aber ist es nicht im Endeffekt auch ein Zeichen, wenn man ein paar hundert Kinder aufnimmt? Das tut ja eigentlich niemand weh, muss man sagen, oder? Ja, da sieht man, wie falsch die Debatte auch läuft. Ich weiß nicht, ob uns allen bewusst ist, dass wir auch in diesem Jahr regelmäßig Asylanträge erhalten. Ungefähr 600 unbegleitete Minderjährige haben heute schon einen Asylantrag in Österreich gestellt. Hier jetzt freiwillig zusätzlich noch nach Wien weitere Migranten zu bringen, das verstehe ich nicht, wenn wir gerade in Wien schon ein großes Integrationsproblem haben. Wir haben in manchen Bezirken in der Schule bis zu 90% Burschen und Mädchen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und mit solchen Maßnahmen, wie jetzt diese linke Koalition auf den Weg bringen möchte, würde sich das Problem noch verschärfen. Abschließende Frage noch, Herr Minister. Die anderen Parteien werfen Ihnen immer wieder vor, dass Sie in Ihrer Rolle als Finanzminister jetzt voll gefordert sind und sich ja gar nicht auf Wien konzentrieren können. Was sagen Sie denn dazu? Das ist eine doppelte Herausforderung, das ist völlig richtig. Aber ich sage Ihnen was, Wien ist mir das wert. Ich habe mich 2015 dafür entschieden, nach Wien zu gehen. Nach der letzten Wahl als Landespartei hat man von einer 9% Oppositionspartei. Und das habe ich aus gutem Grund gemacht, weil ich diese Stadt mitgestalten möchte. Und dieses Ziel habe ich nach wie vor. Deswegen freue ich mich auf die Wahl. Und Sie bleiben dabei, dass Sie aber nur nach Wien wechseln in die Wiener Landespolitik, wenn Sie auch eine Regierungsfunktion haben, also wenn die ÖVP auch in einer Regierung ist nach der Wien-Wahl? Ich möchte möglichst viel gestalten können und deswegen werde ich auch immer dort tätig sein, wo ich glaube, dass ich am meisten auch für meine Heimatstadt Wien tun kann. Das ist in der Stadtregierung möglich, aber wenn es darum geht, abzuwägen, ob Oppositionspolitik in Wien oder in der Bundesregierung mitgestalten zu können, dann glaube ich, ist das in der Bundesregierung besser möglich. Allein wenn ich als Finanzminister mir die Zahlen ansehe, durch die Corona-Hilfsmaßnahmen hat auch Wien massiv profitiert. Wir haben alleine bei der Mindestsicherung etwa 2 Milliarden Euro Anträge aus Wien. Wir haben beim Härtefallfonds ca. 130 Millionen Euro, die an Wiener Unternehmen geflossen sind. Und so geht das weiter. Das heißt, man kann hier viel bewegen. Es kann auch aus meiner Sicht für ganz Österreich kaum etwas Wichtigeres geben, als Wien weiter nach vorne zu bringen. Und daran möchte ich arbeiten. Herr Minister, vielen Dank und schöne Grüße ins Finanzministerium. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück und dann ist gleich die Integrationsministerin Susanne Raab bei mir zu Gast. Sie hat heute in einer Pressekonferenz verkündet, dass eine türkische Spionin in Österreich ausgeforscht wurde im Rahmen der Ermittlungen zu den Krawalldemos in Favoriten. Was diese Spionin genau gemacht hat, was es damit auf sich hat, ob es weitere türkische Spione gibt, all das fragen wir Sie gleich nach einer ganz kurzen Werbepause, die Integrationsministerin Susanne Raab.